Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir versuchen hier die Personenzüge umzuleiten, damit die nicht hier mitten durch den Bahnhof durchfahren, weil hier haben wir irgendwie eine riesen Knödelei im Sinne dessen, ja, dass eben auch die Personenzüge da die Güterzüge behindern. Gut, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr was in die Kommentare geschrieben habt zur Folge gestern, weil die ist noch gar nicht online, während ich das aufnehme. Aber ich glaube, ich habe die Lösung gefunden, warum das hier nicht funktioniert, dass der die neue Strecke nutzt. Die wäre hier. Ich höre eine Dampflok. Na, wo ist sie denn? Da! Schnell gucken gehen. Das muss einfach sein. So viel Zeit muss sein. Ah, schön. Weil jetzt... Nee, wir bauen ja gar nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt bauen wir ja gleich wieder. Nee, was wir jetzt machen, ist hier mal gucken, warum es nicht funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, ich weiß warum. Jetzt haut er gerade ab. Moment, dich brauche ich genau. Weil ich brauche ja die Linie. Die hier, genau. Linie verwalten. Wir haben hier Wegpunkte drin. Ja, und da steht Beinhausen. Deswegen bin ich gestern davon ausgegangen, die sind in der Nähe von Beinhausen. Aber nein, denkst du. Guck mal, wenn man nämlich mal schaut. Moment, wir machen das mit der anderen Ansicht. Das ist tatsächlich besser. Wenn sie dann kümmt, da ist sie auch schon. Auge und dann war's die hier mit der New Generation drauf. Genau. So, wenn wir hier gucken. Wegpunkte. Die sind, jetzt muss ich schnell schauen, hier, guck mal, die 3 und die 5, da haben wir sie. Das heißt, die Linie, die kann gar nicht anders wie hier lang, wenn hier natürlich die Wegpunkte sind. Wir müssen diese Wegpunkte deaktivieren. Wenn wir dann ein bisschen Glück haben, merkt das Spiel vielleicht selber, dass das da hinten der bessere Weg ist, weil die andere Linie macht das ja schon. Also, Linie verwalten, wir nehmen mal die Wegpunkte raus. Einmal Schlurz, und wo ist die Linie? Sie ist weg. Wo ist sie? Da, wo sie hingehört. Jawohl, so einfach war die Lösung. Ich bin sehr gespannt, was in den Kommentaren steht. Ich habe gefragt. Und ihr werdet sicher irgendwas schreiben. Von wegen, guck mal dort und guck mal dort. Ja, ob da die richtige Lösung dabei ist, ich weiß nicht. Weil eben ist natürlich tricky, wenn natürlich die Wegpunkte Beinhausen heißen. Das hier ist nicht Beinhausen. Also eigentlich ja schon. Man sieht es ja hier. Beinhausen, blabla, Chemiefabrik. Aber eigentlich ist es die Güterzentrale. Und ich ging halt davon aus, dass die Wegpunkte irgendwo da hinten sind. Da empfiehlt sich halt schon, wenn man sowas hat, dass man wirklich genau guckt, wo die Wegpunkte sind. Und das habe ich dann halt gemacht und festgestellt, die sind nicht in Beinhausen, sondern die sind hier. Gut, dann haben wir das jetzt. Dann fahren die Züge also künftig hier lang. Wir können das nochmal kurz kontrollieren. Wenn ich hier die Einfahrt finde. Nur hier die Linien haben. Jawohl, jetzt ist hier noch irgendwie wahrscheinlich ein Güterzug unterwegs. Und hier sind die Personenzüge und die fahren jetzt außen rum. Jetzt wäre es natürlich interessant. Die fahren natürlich jetzt noch durch. Die müssen erstmal sozusagen neuen Anlauf holen. Ja, das gefällt mir wesentlich besser. Guck mal, jetzt haben wir hier nicht mehr 20 Linien drauf. Also das müsste schon was bewirken, dass wir hier definitiv flüssigeren Verkehr haben. Alles andere würde mich wundern. Hier fahren sie eigentlich auch schon. Hier steht auch niemand mehr. Wobei, das geht fast ein bisschen zu schnell, weil wir haben das erst gerade angeleiert. Und im Moment, man sieht, fahren hier die Personenzüge ja noch durch. Oder zumindest jetzt in dem Fall der Personenzug, der New Generation. Ja, dann fahren wir hier in schönem Einklang mit dem Güterzug. Auch ein schönes Bild. Ja, ich denke, das bringt jetzt dem Ganzen hier einiges. Das bringt viel mehr, wie wenn wir das Vorfeld dann nochmal abgerissen hätten. Wenn man eben einfach die Züge ein bisschen anders umleitet. So, der kann jetzt noch zum letzten Mal hier lang. Und hier unten, der fährt auch. Oh, sehr schön. Jawohl, so gefällt mir das. Und das war aber jetzt, ja, ganz einfach. Jetzt düsen wir zurück nach Berlin, würde ich vorschlagen. Oder wir gucken nochmal schnell. Haben wir schon einen, der hier die neue Strecke nutzt? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, so viele sind dann hier eben doch nicht unterwegs. Nein, im Moment nicht. Und hier haben wir natürlich auch noch Wegpunkte. Die lassen wir aber. Ganz einfach, weil ich diese Symbole eigentlich cool finde. Wir brauchen sie nicht, weil wir haben ja gesehen, die Linie ist ja selber auf die Idee gekommen zu wechseln. Oder die Linien, sagen wir so. Ja, auch sehr schön. So, Alpenpanorama mit Zug. Ja, herrlich. Jetzt fahren sie wieder. Na, das ist doch eine Freude. Stehen irgendwo Züge? Ja, noch. Aber auch nur, weil der New Generation gerade durchgedüst ist hier. Und das macht er ja künftig nicht mehr. Also wir haben hier mit Sicherheit jetzt eine Verbesserung. Alles andere wäre einfach nur merkwürdig. Gut. Dann zurück nach Berlin. Was machen wir in Berlin? Ich würde sagen, zuerst gucken wir mal, irgendwie der Bahnhof fliegt. Hieß es. Wir schauen mal, wo der fliegt. Also irgendwelche Pfeiler sind hier in der Luft. Hallöchen, Kollegen. Das war aber nicht hier. Wo war das denn? Hier haben wir keine Pfeiler. Oh, jetzt müsste man noch wissen, wo das ist. Wo der ein bisschen fliegt. Hier unten vielleicht? Ja, hier, guck mal. Da fliegt er tatsächlich etwas. Ist das der Bahnhof? Doch, es ist... Nee, es ist eben nicht... Doch, es ist der Bahnhof.
Moment, gehört das zum Bahnhof? Ja, ja, es ist der Bahnhof. Ich dachte erst, es sind die Brücken hier. Ja, was tun wir da? Sagen wir mal so, das wird schwierig, das zu verlängern, beziehungsweise das zu vergrößern. Hier haben wir Straßen etc. Hier schwebt das Ganze auch ein bisschen, da auch. Also ich würde sagen, abreißen tun wir das Ding sicher nicht. Was wir machen können, entweder wir stellen Bäume davor, damit man das nicht so sieht. Oder ich könnte trotzdem mal kurz gucken, ob wir vielleicht irgendwie hier eine gewisse Wirkung erzielen können. Nein, weil hier sind Häuser und so weiter. Ich mache mal testweise Folgendes. Was reiße ich da alles ab? Nicht, dass ich... Ach, das ist ein Depot. Das ist das Straßenbahndepot. Ne, das reiße ich nicht ab. Dann würde ich sagen, hier arbeiten wir schnell mit Bäumen. Jetzt möchte ich aber auch nicht die ganze Folge hier das Ding beheben. Ich möchte eine neue Strecke bauen, muss ich gestehen. Und zwar werden wir eine neue Regio machen. Und zwar eine, die in Berlin seinen Ursprung hat. Ach, guck mal, das geht mit Bäumen dann doch nicht so gut, weil das Depot wieder eine gewisse Ausdehnung hat. Aber hier so ein bisschen hinstellen können wir die Sachen. So, dann sollte man eben nicht mehr direkt sehen, dass da irgendwas fliegt. Wie sieht es jetzt hier hinten aus? Ja, da sind halt auch Häuser im Weg. Machen wir das auch mit Bäumen? Dort, wo es halt geht. Teilweise haben wir eine Kollision, wie man sieht. So, das ist einfach eine optische Korrektur. Haben wir sonst noch irgendwas, was fliegt? Ich glaube, ja. Ich bin ja mit dem Baum unterwegs. Hallöchen. Das wird schwierig. Da müsste ich jetzt vielleicht doch... Zack, dich mal kurz kappen. Jetzt können wir nochmal schnell schauen, ob ich hier nicht vielleicht doch was machen kann. Mit dem Terra-Tool, dass wir hier ein bisschen raufgehen. Ja, das geht sogar. Geht das? Oh, weiter geht's nicht. Oder geht's noch ein bisschen? Schwierig. Ja, möchte nicht. Das hat die Straße, die drückt das Ganze wieder runter. Aber jetzt haben wir hier so einen Hügel, das ist eigentlich auch okay. Weil dann stehen die Bäume ein bisschen höher. Das ist eigentlich ganz einfach. So, einmal so. Ja, jetzt haben wir hier wieder eine Kollision. Ist nicht zu glauben, aber hier kriegen wir es hin ohne Kollision. Und dann können wir das vernünftig kaschieren. So, einmal so. Nochmal die Kontrolle. Bäume weg, sonst sehe ich hier nicht, wo was fliegt. Hier fliegt noch was. Das müsste dann aber langsam, glaube ich, das letzte sein, was fliegt, hoffe ich. Nehmen wir mal so einen Baum. So, es geht einfach darum, wenn wir hier mal wieder mit einem Fahrzeug unterwegs sind. Das sieht natürlich einfach nicht gut aus, wenn da was fliegt. Ich weiß auch nicht, warum das fliegt. Ein Teil vom Bahnhof ist ja, soll ich sagen, ebenerdig. Also im Sinne dessen, dass er eben nicht fliegt. Warum jetzt da was fliegt, weiß ich auch nicht. Gut, das hätten wir kaschiert. Das haben wir auch kaschiert. Und hier vorne, die Pfeiler, die stimmen dann wieder. Wenn wir jetzt nochmal hier hinten schauen. Da ist noch einer, sehe ich. Den haben wir. Aber den hier müssen wir noch machen. Der Rest... Ach gut, hier geht es natürlich schon runter. Hier sieht man es. Hier geht es halt runter. Ja, das ist halt... Die Welt ist halt nun mal nicht flach. Das sage ich immer wieder. Deswegen bin ich auch nicht so ein Riesenfreund davon, immer alles abzuflachen, wenn man es baut. Ich meine, manchmal bei einem Flughafen ist natürlich klar. Da macht es nicht nur Sinn, da ist es sogar nötig, finde ich. Aber genau bei so einem Bahnhof... Also das ist halt einfach... Das Gelände ist halt nun mal nicht flach normalerweise. Dann kaschiere ich hier lieber. So, also, wir kaschieren. Ich glaube, das würde plus minus etwa passen. Und dann haben wir das. So, eine neue Regiolinie. Wo sind wir denn noch nicht hingekommen? Im Prinzip praktisch in jede Stadt noch nicht. Wir haben, glaube ich, zwei, drei Städte. Ich würde gerne nochmal das hier nutzen. Wenn wir hier mal gucken, das geht hier rüber. Das führt uns wahrscheinlich dann direkt auf eine Brücke rauf. Wobei... Dann haben wir wieder das, was ich mal gesagt habe. Ich möchte hier nicht 10.000 Brücken rüber haben. Wenn wir hier eine Kurve machen, dann kämen wir hier auf die Brücke. Man sieht im Moment doch okay, aber nicht schlimm. Die Frage ist halt, wo wollen wir hin? Wir könnten natürlich nach Neustadt drauf. Das wäre eine Möglichkeit. Da hätten wir mit Sicherheit Gleise. Das wären die hier. Die führen uns hier rauf. Und irgendwie, glaube ich sogar, führen die nicht irgendwann in den Bahnhof? Doch hier, guck mal, mit dem Kringel. Genau, hier haben wir so einen Kringel gemacht und das führt uns hier rein. Wie sieht es hier aus mit freien Gleisen? Perfekt. Guck mal hier, das rechte Gleis ist frei. Das können wir also machen. Gut, dann machen wir das auch. Mit einem schönen Zug. Und jetzt mal gucken, wie machen wir das mit den Gleisen. Wo ist mein Berlin? Hier unten. Also, danke für den Twitch-Follow. Ich krieg das Ding nicht raus. Ich habe alles deaktiviert, glaubt's mir. Bei OBS. Und trotzdem, wenn Twitch-Follow kommt, dieses Ding hat sich irgendwie eingebrannt. Ist ja aber auch nicht schlimm. Also, Twitch-Follow. Wie machen wir denn das jetzt? Hier, es wäre halt am einfachsten, hier natürlich tatsächlich mit einer Brücke rüber zu gehen. Aber dann werde ich, wie soll ich sagen, mir gefällt einfach die Idee nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht 10.000 Brücken haben.
Ich meine, Hamburg könnte sicher noch mal eine Brücke vertragen, so ist es nicht. Aber wäre es nicht schöner, wenn wir einfach hier in die Gleise reingehen? Auf irgendeine Art und Weise, und zwar wirklich genau in die hier. Ich finde schon. Dann müssen wir aber natürlich auch nicht hier raus. Das ist dann natürlich auch wieder wahr. Wie sieht es denn hier mit der Gleisbelegung aus? Ja, man sieht, hier haben wir die Universallinie und, da haben wir schon alles. Also das ist eh belegt. Das hier. Okay, und wenn wir das hier nutzen, das führt uns noch in die Richtung. Das könnten wir natürlich auch relativ zügig verwenden. Würde uns dann, ja, zum Beispiel nach Großschwabhausen bringen. Ich möchte aber erst hier geradeaus, beziehungsweise eben nicht geradeaus. Kann ich hier eine Weiche machen? Das wäre natürlich eine Idee. Lass mich mal mein Gleis suchen. Wäre das hier? Ich meine, eine Weiche, klar kann ich eine Weiche machen. Das Problem ist, A, wenn wir noch Pech haben, jawohl, hier, da steht wieder das Geländer mittendrin. Also das funktioniert nicht. Wir könnten höchstens versuchen, das nochmal abreißen und dann früher eine Kurve. Aber guck mal, hier sind die Häuser so hoch. Nee, das wird nicht klappen. Aber wenn ich hier einfach weiterbaue, sagen wir mal so, da haben wir eine Brückenpfeilerkollision. Ja, man muss das wieder in kleinen Schritten machen. Okay, und jetzt wird aber die Brücke hier nicht ausgewählt. Welche haben wir denn hier? Das ist die mit dem Geländer. Lass mich mal schnell gucken. Wo haben wir den Kollegen mit Geländer? Da, das müsste die Brücke sein. Ach, das stimmt eh. Warum kriegen wir hier keinen Pfeiler? Hat das einen bestimmten Grund? Na gut, solange sie hält in der Luft. Hier passt halt kein Pfeiler mehr hin wahrscheinlich. Aber irgendwie finde ich es komisch. Hier muss doch nochmal ein Pfeiler stehen. Wenn ich so mache, so hätten wir nochmal einen Pfeiler. Okay, was haben wir denn hier für ein Gefälle? Runter. Nö, mach mal den hier. Und dann rüber. Ich guck mal, ob das geht. Wobei, das ist wieder so eine komische Kurve. Aber wenn ich es halt so mache, ja, da ist der Pfeiler weg. Finde ich fast schräger. Ich möchte den Pfeiler haben. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Man reiche dem Heißi seinen Pfeiler. Bitteschön. Hä? Jetzt kriege ich ihn wieder nicht mehr. Da ist er. Okay, bevor er jetzt wieder verschwindet, baue ich das mal und guck mal in die Richtung. Ja, irgendwie möchte es nicht. Komme ich hier vielleicht noch? Macht das denn Sinn hier? Nein. Ich wollte gerade sagen, hier in die Gleise rein. Das führt uns da irgendwo anders hin. Das bringt uns gar nichts. Ja, man hat gesehen, da haben wir eine Stelle, da geht's. Ne, da haben wir auch eine Brückenpfeiler-Kollision. Ja, weil hier natürlich der Brückenpfeiler wirklich genau hier drin steht. Aber wisst ihr was? Genau. Weil die stellen das sowieso gleich wieder hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Zumindest wenn sie können. Ja, so ist perfekt. Genau, aber jetzt vielleicht doch ein bisschen mit... Ja, ne, wir gehen ja runter. Ich baue das mal. Weil eigentlich ist das genau, was ich wollte. Und jetzt hier aber runter... Jawohl, und dann hier ans Gleis ran. Ist auch nicht, was ich will. Ich möchte ja dort rein. Wenn wir hier wieder ausfädeln, haben wir wieder das Problem, dass wir wahrscheinlich irgendwie wieder ein Geländer im Weg haben. Und daher vielleicht hier gar nicht andocken. Sondern das Ganze so machen. Und dann hier über die Straße rüber mit einer Kurve. Allerdings, guck mal. Warum sollen wir hier runter? Wir können das eigentlich auch so machen, dass wir hier eben nochmal mit einer Brücke rübergehen. Nein, nicht interner Fehler. Das ist immer schlecht. So, dass wir das so machen. Dann haben wir hier so eine Art Hochbahn. Oh, wisst ihr, was wir dann auch noch machen? Nicht heute, aber das ist eine gute Idee. Dass wir eine S-Bahn machen. Um Berlin rum. So, irgendwie so ein Kreisdingens mit verschiedenen Haltestellen, damit die Leute wirklich auch mit der S-Bahn eben in die verschiedenen Stadtteile kommen. Das gehen wir dann als nächstes oder übernächstes an. Weil wir haben hier auch noch weitere Gütersachen. Zum Beispiel Werkzeuge. Da gab es noch einen guten Kommentar. Wir können das natürlich ändern, dass Berlin mit der Nahrung möchte. Das können wir in Werkzeuge verändern. Dann haben wir hier nochmal dreimal das Gleiche. Würde heißen, das würde dann eben schon Sinn machen, dass wir hier Werkzeuge hinbringen. Gute Idee vom Alex. Danke dafür. So, und jetzt in das Gleis rein. Wir müssten hier vielleicht nochmal ein bisschen runter. Ja, gefällt mir. Und ich hätte das Ganze gerne, hätte ich das gerne zweigleisig? Ja, guck mal. Sehr gerne hätte ich das zweigleisig. Nein, versuchen wir erstmal so. Ja, das geht schon. Kein Problem. So, vernünftig andocken. Sehr gut. Und hier müsste eigentlich auch gehen. Ja, naja, nö. Ja gut, da muss ich halt sonst die Straße kappen. So geht's. Oder wir machen es in kleinen Schritten und haben Glück. Ja, bis hierhin geht's. Bis hierhin geht's.
Ja, die Kunst der kleinen Schritte. Der Trick dabei ist natürlich ganz einfach, dass die Pfeiler anders gesetzt werden, wenn man das in kleinen Schritten macht. So, das würde passen. Jetzt wollen wir in das Gleis rein. Jawohl, in das wollen wir rein. Dann machen wir es aber anders. Wir gehen hier erstmal raus. Ja, da wird der Pfeiler nicht versetzt. Moment, versuche gerade. Doch, das geht. Da können wir den Pfeiler ein bisschen versetzen. Nehmen wir das wieder weg. Und dann kann ich hier nämlich eigentlich ausfädeln. Ja, kann ich auch. Sehr gut, das wäre dann hier rein. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine zu krasse Kurve. Nehmen wir das nochmal kurz weg. So, und gucken, ob wir hier reinkommen. Das wäre das rechte Gleis. Das wäre er hier. Jawohl, passt. Schön geschlenkert. Ist okay. Schlenkern macht Spaß. Stimmt das denn jetzt hier? Eigentlich schon. Da muss ich hier lang. Ist dann... Nee, ich wollte gerade sagen, ist da ein Signal im Weg. Nein. Aber hier ist halt wieder irgendwas mit dem Pfeiler. Ja, der möchte nicht noch weiter rüber. Das dann doch nicht. wie kriege ich das jetzt hin? Die Brücke vielleicht nochmal neu machen. Ja, wenn sie andockt, wir kommen hier genau an den Pfeiler ran. Und den kann ich nicht mehr verschieben. Oder kann ich den vielleicht doch noch verschieben? Oh, doch. Geht. Okay, da hat man gesehen, wie man es macht. Man darf das nur nicht schon fertig sozusagen bauen. Dann hat man eben den Effekt, dass hier tatsächlich genug Platz ist nachher. Zwar so. Jetzt wäre ich noch froh, wenn es die richtige Seite wäre. Müsste aber eigentlich... Es ist nicht wahr. Es ist tatsächlich die falsche. Naja, gut. Es ist echt nicht wahr. So. Ja, das geht. Gut, gar nicht überlegen. Du folgst hier nochmal. Ich hab's geahnt. Und ich hab's tatsächlich geschafft. So, jetzt. Das passt aber. Das wäre soweit richtig. Wir aktivieren hier noch den Kollegen. Und sehen hier oben schön den anderen Regio. Dann sind wir hier in den Gleisen drin. Düsen nach hier vorne. Ja, und dann ist halt die Frage, ob wir hier in Hamburg nicht direkt da reingehen. Ja, ich würde hier nicht via Bahnhof. Das macht irgendwie nicht viel Sinn. Dann verstopfen wir nur den Bahnhof. Das würde aber heißen, wir müssten von hier noch eine Verbindung da rein haben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Da haben wir irgendwie so eine Art Umfahrung. Ja, hier oben ist noch was. Nee. Nö. Das machen wir so, dass wir hier rausgehen. Und hier, wie sagt man dem denn? Ist das ein Gleisdreieck? Sagt man dem so? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal, wir bauen es jetzt einfach. So, hier wieder vernünftig raus. Ist ganz klar, wir müssen dann wieder gucken wegen den Signalen. Und jetzt hier irgendwie wieder rein. Oder wir gehen hier mal raus. Funktioniert das so? Ja. Aber ich glaube, das wird mit der Höhe ein Problem geben. Sehe ich das richtig? Mal hier runterkommen? Nö. Gibt eigentlich kein Problem. Jetzt müsste noch das richtige Gleis sein. Das rechte. Und hier gehen wir auch ins rechte rein. Nö. Das ist komplett okay. So, einmal diesen. Ja, machen wir so. Nehmen dich mit. Gehen hier unten durch. Da haben wir wieder einen Pfeiler. Funktioniert aber trotzdem. Geht auch gleich mal ins richtige Gleis rein. Wunderbar. Dann können wir hier wieder aktivieren. Da steht gerade noch der Zug drauf. Oh. Was denn? Jetzt hat der ein Problem. Warum das denn? Fahr mal nochmal zurück. Fahr mal in die Richtung. Hat es dem jetzt die Linie zerfräselt schon wieder? Nö, eigentlich nicht. Hier ist doch aktiviert. Jawohl. Sag mal, gefällt dir nicht, dass wir jetzt hier eine Einfahrt haben? Das ist ja ganz interessant. Warum kriegst du jetzt plötzlich die Krise? Dreh mal nochmal. Dann bist du natürlich auf dem falschen Gleis und wir haben hier keine Weiche. Dann kommt er mit dem dann in Konflikt. Ja, sonst machen wir es ganz einfach. Ja, der kann natürlich nicht fahren, weil da kommt einer entgegen. Wie kommt der denn? Ich habe doch nichts an den Signalen verändert. Aber jetzt fährt der, glaube ich, durch. Sehe ich das richtig? Ja, das ist einmal mehr eben. Das ist natürlich gut programmiert, dass das Spiel merkt, jetzt ist irgendwo, funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann wird eben die Kollision einfach mal aufgelöst und dann kann der wieder fahren. Oder auch nicht. Nö, er hält wieder. Wisst ihr was, das machen wir ganz einfach. Wir werden den hier kurz rausballern. Universallinie, das wäre er hier. Und dann werden wir den einfach wieder klonen. So, das ist, denke ich, am einfachsten. So, also der muss weg. Und den klonen wir. Nein, nicht Massenklon. Einen einzigen. Ihn hier. Jawohl. So, dann haben wir den wieder auf der Linie. Und jetzt müssten die eigentlich wieder vernünftig fahren. Gut, also.
Ja, Signale. Ich würde sagen, wir kommen zu den Signalen, damit wir das haben. Würde heißen, hier einmal den hier. Ist das für rechts? Jawohl. Da stimmt folgendes mal nicht. Das hier ist okay. Na, hier brauche ich nur das Signal hier und hier. Und dann brauche ich nur eins hier oben. Jetzt hält der hier auch. Ja gut, dort haben wir ein Ding, ein Signal. Das passt schon. Hier haben wir auch ein Signal. Das ist auch okay. Und in die Richtung haben wir es dann hier. Und dann brauche ich nur aber hier noch eins. Jawohl, dann kann er nämlich fahren. Gut, das würde passen. Jetzt haben wir aber nochmal irgendwo eine Einfahrt. Nämlich hier hinten. Ja, die hier, genau. Das ist ganz klar. Hier brauchen wir auch Signale. Einmal hier, einmal hier. Dann würde ich uns hier glatt einen Block gönnen, wenn es denn geht. Ja, da war er bei der Straße, deswegen die Meldung, das geht nicht. Aber das geht natürlich. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, keine Weiche. Ja, die müssen wir noch machen. Okay, machen wir natürlich. Moment. Da passt nochmal ein Block hin. Jetzt ein Gleis. Nochmal NE. Das hier. Und dann gucken wir mal, wo machen wir denn hier die Weiche. Ich würde vorschlagen, wenn es geht, hier. Eine X-Weiche, wenn es funktioniert. Oh, da werden zwei Gebäude entfernt. Nee, nee. Nee, 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 nee. Das möchte ich nicht. Dann machen wir eine Oldschool-Weiche. Komme ich hier noch rüber? Ja. Da haben wir sie, die Oldschool-Weiche. Wir brauchen Signale. Und zwar einmal hier. Ja, und dann machen wir hier nochmal eins. So, dann haben wir das. Jetzt können wir mal gucken, ob die Linie, wenn wir die machen, ob die ungefähr so verläuft, wie wir das gerne hätten. Machen wir mal die Doppel-1. Wir wollen hier rüber und hier oben in den Bahnhof rein. Wo wir hier genau reingehen, das gucken wir dann. Mal gucken, was das Spiel macht. Hier wollten wir rein. Und? Ja, nee, ganz interessant. Ganz woanders lang. Okay, sogar von hier hinten kommend. Aha. Okay, lass mich mal schnell hier gucken, dass wir nur die Linie haben. Mhm. Ja, ist auch interessant. Kommt die aber von hier unten? Ja, doch, die kommt von hier unten. Die ist eingleisig, das ist auch interessant. Die muss aber irgendwie nicht da lang. Die müsste hier lang. Und dann hier den Kringel machen. Und dann hier rein. Wenn ich hier das Dingens ändere, lass mich mal kurz gucken. Terminals. Wo wollten wir rein? Wir wollten hier in die 6 rein mit der Linie 1. Geht das? Mal kurz die Linien aufrufen. Ja, jetzt geht's, glaube ich. Da hat das geändert. Linie 1. Ja, passt. Und guck mal, zweigleisig mit Kringel. Sehr schön. Hier unten lang. Hier ist auch okay. Hier geht's dann hier rein. Dann ist hier zweigleisig. Geht hier lang und geht dann hier in das Gleis rein. Das war dafür vorgesehen haben. Stimmt das? Nee. Doch. Nee, wir wollen hier lang. Aha, dann ist er hier halt auch im falschen Terminal. Das können wir auch kurz beheben. Bahnhof, Terminals. Warum sind die hier nicht belegt? Oder sind die hier drin belegt? Ja, hier sind sie. Da guck mal, quer rüber. Jetzt weiß ich aber nicht, welches Gleis. Das hier. Wär's. Das wäre die 15. Sehe ich das richtig? Ich hoffe, ich teste das mal. Terminals. Die Linie 1 sind die 15. Scheint zu klappen. Zumindest gibt es keine Fehlermeldung. Da bin ich schon mal beruhigt. Ja, jetzt. Guck mal, jetzt wird die Strecke genutzt. Sehr gut. Weil er kann gar nicht anders. Sonst kommt er eben nicht in die 15 rein. Ja, das passt. Das hier ist eine andere Linie. Das ist wieder irgendwie eine unglückliche Farbe. Wir wählen hier, was nehmen wir? Wir nehmen gelb. So, hier seht ihr, das ist eine andere Linie als die hier. Gut, das passt. Das wäre dann, oh Gott, die Regio. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich müsste mal ganz kurz hier, den hier und dann Regio ohne Auge, damit ich sehe, wo wir stehen geblieben sind. Bei der, ich glaube bei der 54, stimmt das? Ja, Berlin 54. Gut, dann haben wir jetzt die Regio 55. Das hier wieder raus. Auge und dann haben wir hier irgendwo die Linie 1. Und dann wäre das Regio 55, auch Berlin. So, gut, passt. Haben wir hier irgendwo ein Depot? Ich mache mal die Doppel-1 für bessere Sicht. Das Auge guckt mit, sozusagen. Ja, Depots haben wir schon, aber nicht hier. Da ist eins, das ist allerdings der Güterzug.
Ja, irgendwie wäre hier natürlich nochmal ein Depot irgendwie fällig in dem Fall. Machen wir das doch. Wir bauen hier nochmal ein Depot hin, und zwar hier dazwischen würde ich vorschlagen. Weil es schadet nicht. Es ist einfach meistens auch ein schönes Gebäude. Also von daher, das schadet eigentlich nie, wenn man nochmal ein Depot hat. Vielleicht irgendwie dich. Ja, du bist da doch ein bisschen lang. Wenn ich dich hier hinmache, ich glaube nicht, dass ich dort ins Gleis reinkomme. Weil ich möchte in die Richtung, dass wir in den Bahnhof reingehen. Ja, das ist immer sehr nett. Wir drehen dich mal. Wenn ich dich so hier hinstelle, müssen wir doch in die Gleise reinkommen. Kann ich das mal testen? Ich baue dich einfach mal. Zur Not reißen wir dich wieder ab, da machen wir gar keine langen Sachen. Ja, so von der Biegung her. Doch, geht. Ah, und ob es geht. Und das Gleis hier. Da ist dann die Krümmung zu groß. Wir können es aber so machen. Jawohl, dann ist nämlich die Krümmung nicht mehr zu groß. Wir brauchen Signale, Zwergsignale, Zwergis. Einmal hier, für die Züge aus dem Depot. Und jetzt haben wir es eigentlich schon. Was nehmen wir denn hier für einen Zug? Ich würde sagen, im Moment noch gar keinen, weil wir speichern zuerst. Sicher ist sicher. Test. Speichern, überschreiben, Dankeschön. Und dann gucken wir mal, ich habe eine Liste. Fahrzeug kaufen. Was haben wir hier denn Schönes? Wir hätten natürlich auch wieder noch die Triebwagen. Da könnte man auch nochmal schnell gucken. Ein gläserner Zug, die 491. Da haben wir den gläsernen Zug. Das ist aber eher eine Straßenbahn, oder nicht? 120 km/h ist zwar ordentlich. Wisst ihr was, wir machen den gläsernen Zug. Mit verschiedenen Wagen hier. Ah, wobei, guck mal, das hier ist die ganz alte Variante. Und das hier wird dann neuer, 1986, geschleppt. Da braucht man da noch eine Lok? Ist das nicht selber fahrfähig, das Ding? Nee, irgendwie, weiß nicht, für mich ist das eine Straßenbahn. Der sieht zwar gut aus, aber ist halt eine Straßenbahn. Was haben wir denn noch? 612. Mal gucken. Aha, DBB R612. ICE. Nee, nicht ICE. IC. Löwentakt. Ja, eigentlich schön. Sollen wir den nehmen? Ich nehme den. Mir gefällt der. Der sieht nämlich wirklich ein bisschen aus wie ein IC. Allerdings mit einem anderen Kopf hier vorne natürlich. Hinzufügen. Der ist mir zu kurz. Oder wir machen halt zwei. Also zwei Züge rauf. Wir machen mal einen langen und einen kurzen, würde ich sagen. Wir kaufen den mal. Den weg. Und hängen hier noch einen anderen dran. Den Löwentakt. Ne, das war Käse. Moment, Moment, Moment. War die Retro. Zack. So, hier dazu. Bewegen. Hinzufügen. Bewegen auch, ja. Bewegen wäre hier gewesen. Das ist der Löwentakt. Wir kaufen den. Sehr schön. Weisen die beiden mal zu. Das wäre dann die 55. Ja, das musste klappen. Das Depot ist ja wirklich genau in der Nähe. So, mal gucken. Da kommt er raus. Ja, sehr schön. Schöner Triebwagen. Das ist wahrscheinlich der, der jetzt zweimal den gleichen hat. Genau. Die Doppeltraktion hier. Und der macht sich auf in den Bahnhof. Der andere kann schon mal rausfahren. Ich würde sagen, da gucken wir noch schnell, wie der so aussieht. Weil genau deswegen haben wir natürlich die Signale gesetzt, dass eben der Zug auch schon raus kann. Ja, auch sehr nett. Ja, ist der gleiche. Und wie sieht jetzt die gelbe Variante aus? Ja, auch schön. Passt relativ gut, finde ich. Regio DB. Gut, wir steigen mal hier ein. Und schauen mal, was haben wir denn hier für einen Führerstand? Oh, der sieht vielversprechend aus. Ja, der sieht sehr gut aus. Und eigentlich haben wir hier auch eine gute Sicht. Da könnte man natürlich tatsächlich mal zur Abwechslung mal wieder eine Führerstandsmitfahrt machen. Das würde mir eigentlich gefallen. Machen wir. Ich gucke mal noch ganz schnell, wie sie den Wagen aussieht. Machen wir mal ein bisschen runter. Ja, die sind eigentlich auch schön modelliert. Und hier relativ eindrücklich so zwischen den Häusern drin. Lass uns mal raufgehen. Ja, schon nett. Also das Städtchen hier ist halt schon auch tatsächlich massiv gewachsen. So, ab in den Bahnhof rein. Da möchte ich nochmal die Lok sehen. Genau, nämlich so. Cool. Cooler Bahnhof, cooler Zug. Ab in den Führerstand würde ich vorschlagen. Machen wir das mal so. Natürlich nicht mit dem Lokführer noch vor der Nase, sondern das machen wir so.
Ja, was für ein Killerbahnhof. Ich denke, man sieht einfach hier schon wieder, was das für eine wunderbare Mod ist. Allein schon diese Lifte, ich liebe es einfach. So, wir beladen. Mal gucken, ob einer einsteigt. Ich denke, der Bedarf, dass man von hier nach Neustadt kommt, der müsste eigentlich gegeben sein. Ja, mal einer. Okay, gut, der hat wenigstens Platz. Also der muss sicher nicht stehen. Glück gehabt. So, ich freue mich auf die Fahrt, weil das geht schön noch ein bisschen den Berg hoch. Und hier, das ist auch ein schönes Bild. Mit diesen Wolkenkratzern hier. Sehr schön, wunderbar für eine Bahnhofsausfahrt. Und da wartet schon der Kollege. Der möchte natürlich auch mitfahren, ganz klar. So, die Folge wird wieder ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir machen jetzt die ganze Fahrt noch. Ewigkeiten sollte die ja nicht dauern. Und sonst nehmen wir uns halt ganz einfach die Zeit. Da machen wir gar keine langen Sachen, würde ich vorschlagen. Erstmal geht es dann Richtung Hamburg da hinten. Und von da aus dann Richtung Neustadt. Das liegt ja oberhalb von Hamburg. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das okay ist mit diesem Führerstand hier. Habe ich schon mal gefragt. Ich würde es halt tatsächlich davon abhängig machen, wie gut der modelliert ist. Und der ist hier eigentlich ordentlich. Also so macht es dann eben auch Sinn, dass man hier sitzt. Wir können uns den Zug aber auch nochmal im Gesamten ansehen. Gehen wir ein bisschen rauf. Regio 55 Berlin. Ja, sieht doch nett aus. Stattlich, stattlich. Also, wieder zurück in unseren Führerstand. Einmal runter. Dann wieder ein bisschen nach vorn. Und schon sind wir wieder hier. So, wir haben freie Einfahrt. Das ist natürlich auch nett. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, also wenn man halt wirklich viele Linien machen will, man muss halt sparsam sein. Das waren wir früher nie. In früheren Staffeln haben wir teilweise pro Linie bis zu 8 Fahrzeuge genommen. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann 10 verschiedene Linien hast, die das gleiche Gleis nutzen sollen. Ja, wo sollen die dann noch fahren? Also das funktioniert halt leider tatsächlich nicht. Aber so geht's, wenn man halt wirklich sparsam ist mit den Zügen. Wir haben jetzt für diese Regio 2 genommen, das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Wir haben auch einige Regio-Linien, wo tatsächlich nur ein Zug unterwegs ist. So, da vorne kommt uns einer entgegen. Und wie frei und problemlos wir fahren. Ich meine, gut, das ist hier viergleisig, ist ganz klar, aber trotzdem. Er muss kurz warten. Auch kein Problem, diese 2-3 Minuten. Ja, wobei, das waren nicht mal 2-3 Minuten. Tag, Kollege. Danke fürs Vorlassen. Da gab es noch eine gute Idee von wegen Steuerwagen, weil ich ja gesagt habe, blöd, jedes Mal, wenn wir einen Steuerwagen dazu nehmen, haben wir nachher die Fahrt im Steuerwagen, wenn wir mitfahren, nicht in der Lok. Aber im Prinzip könnte man natürlich, da hat der Kommentarschreiber komplett recht, wenn man das einfach dreht. Also wenn man halt zuerst den Steuerwagen kauft, nicht die Lokomotive, dann die Wagen ranhängt und am Schluss die Lokomotive, dann müsste man ja eigentlich den Effekt haben, tatsächlich, dass man dann in der Lokomotive drin ist, wenn man mitfährt. Das werde ich mal testen, sobald wir wieder einen Zug haben, wo wir dann tatsächlich einen Steuerwagen dabei haben. Hier unten sehen wir nochmal Hamburg, den Hafen. Da hinten sehen wir unsere Startstadt, Berlin. Und hier der Hafen ist natürlich auch sehr, sehr cool, dank der Mod. Das ist eine Mod vom Huge Dragon. Dem verrückten Chinesen, meinem lieblingsverrückten Chinesen. Hier das Hotel Marriott ist das, glaube ich. Das ist auch eine Mod. Jo, und hier hat noch ein, zwei hohe Häuser. Wie gesagt, das machen wir in Berlin auch noch. Wobei, das müssen wir nicht mal mehr. Wir haben ja jetzt gesehen, als wir losgefahren sind, also die haben dort schon relativ gut zugeschlagen, was Hochhäuser angeht. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie punktuell da noch was machen. So, und jetzt ist einfach hier vorne noch. Haben wir hier auch freie Fahrt, wenn wir in die Gleise reingehen, die nach Neustadt führen? Oder ist hier Knuddelmuddel? Nö, das sieht eigentlich gut aus. Gucken wir nochmal von außen. Schön, wenn man hier rüber schlängelt. Sehr gut. Ja, scheint problemlos zu gehen. Hier vorne ist dann vielleicht noch ein Problem. Aber das sieht dann ja auch nicht so aus. Ne, guck mal, freie Fahrt. Freie Fahrt für freie Züge. Cool. Und oben? Ja, da kann es in Neustadt selber kann es natürlich auch noch mal kurz etwas geben. Aber wenn es da auch noch klappt, dann haben wir tatsächlich die Fahrt geschafft, ohne dass wir irgendwo mal eine Wartezeit hatten. Und das ist schon, finde ich, irgendwo imposant. Man bedenkt, wie viele Züge jetzt hier schon unterwegs sind, wie viele Linien das wir haben. Das sind ja schon einige. So, und ich sehe gerade, die Folge wird überlang. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Ihr könnt das ja unterbrechen, später weitergucken, wenn es zu lang ist.
Aber jetzt hier kurz vorm Ziel aufzuhören, das finde ich irgendwie auch irgendwie, weiß auch nicht, semi-ideal. Sagen wir es mal so. Und weit ist es ja eh nicht mehr. Da oben, der kringelt schon, der Zug da rechts. Der macht das gleiche wie wir gleich. Sollen wir noch mal kurz raus? Nee, irgendwie, ich möchte so sitzen bleiben jetzt mal für den Moment. Geht ja noch in den Tunnel rein, glaube ich. Und da ist dann die Außenkamera wieder blöd, dann ist man irgendwie im Berg drin. Sightseeing-Busse. Sind hier auch unterwegs? Hier fädelt nochmal ein Gleis aus. Okay, wo geht das hin? Das wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Vielleicht sogar in ein Depot rein oder so? Nee, da unten in den Tunnel rein. Okay. Ja, und jetzt fahren wir natürlich sozusagen... Ja, nicht sozusagen. Wir fahren jetzt parallel zur Straße, zur Hochstraße hier. Durch, jetzt hätte ich was Berlin gesagt, durch Neustadt durch. Hier, guck mal. Jawohl, in luftiger Höhe. So, mitten durch die große Stadt durch. Die ist auch gewachsen. Die hat genau das gemacht, was wir gehofft haben. Nämlich, dass sie eben ein bisschen größer wird. Und wir dann hier mit den Zügen und den Autos eben entsprechend auch ein bisschen, ja, was zu sehen kriegen. Halt, da bin ich im Haus drin, aber so ist wieder schön. So, gehen wir wieder in den Führerstand für die letzten Meter. Wir müssen noch kringeln. Das wäre dann da vorn. Und selbst das sieht so aus, als würde es problemlos gehen. Sehr nett. Ja, keine Probleme. Wunderbar. Ich hätte damit gerechnet, dass wir irgendwo mal stehen, aber nö, wir stehen gar nicht. Freie Fahrt für freie Züge, wie gesagt. Freie Fahrt für freie Regios. Da unten sehen wir nochmal Hamburg. Mit dem Hafen hinten wieder. Jawohl, da kommt uns einer entgegen. Das ist absolut okay. Und anders ging es natürlich nicht. Anders wären wir hier nie in den Bahnhof reingekommen. Ich weiß noch, als wir das gebaut haben. Hier mit diesem Kringel. Das war jetzt nicht irgendwie Arbeit oder so, aber ich musste dann doch ein bisschen überlegen, wie man das am besten macht, dass man von da oben hier runterkommt. Und mit diesen Kringeln und was wir hier alles gebaut haben, war es eigentlich schon die beste Lösung. So, wir kommen hier in den Bahnhof rein, in Neustadt. Wir sind, glaube ich, sogar auf der richtigen Seite. Jawohl, wir müssen nicht mehr rüber. Passt. Sehr schön. Hier die Einfahrt. So wie es aussieht, kriegen wir hier sogar noch mal ein paar Passagiere. Auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir die Regio 55 auch abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt würde ich sagen, morgen gucken wir entweder wegen den Werkzeugen, dass wir da was machen, dass Berlin Werkzeuge kriegt, oder wir machen halt nochmal eine andere Regio. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.